Ja, also unser allererster Tequila in Mexiko. Das macht man so nicht. Man macht die Zitrone drauf, dann fasst man mit den Fingern ins Salz, streut das Salz auf die Hand. Habe ich das Salz schon auf der Hand geschafft allein. Okay, jetzt will ich aber sehen, wie der schmeckt. Na dann. Prost. Prost. Ist okay? Gestern in die Marine eingelaufen und heute nehmen wir uns gleich den Motor vor. Der Spaß beginnt gleich von Anfang an. Die Salzwasserpumpe wollen wir ausbauen, weil sie ja undicht ist. Und den Stutzen für den Abgaskrümmer, den nehmen wir auch ab, weil der sehr verrostet aussieht. So, wir haben den Stutzen für den Abgaskrümmer aufgemacht. Da sieht man, dass das ganz schön verrotzt ist und hier, ja, da wissen wir noch nicht, ob das so sein muss. Ich glaube nicht. Sieht auf jeden Fall seltsam aus. So, und das ist die Wasserpumpe, mit dem Salzwasserpumpe mit dem Impeller drin. Sieht doch auch noch gut aus. Also beim Saubermachen vom Abgaskrümmer habe ich hier leider ein Loch in den Kreislauf von der Kühlflüssigkeit gemacht und jetzt müssen wir den kompletten Wärmetauscher noch ausbauen und gucken, ob wir das irgendwie wieder zugeschweißt kriegen. Was ein Spaß. Und hier oben wird ganz fleißig die Salzwasserpumpe auseinandergebaut. Machst du denn Fortschritte? Ja, ich hab sie auf. War ein Sprengring, ja? Ja, war ein Sprengring dann. Sieht ja eklig aus. So ein Schmierfett. Ne? Altes Fett, ja. Uraltes Fett. Ah, da ist noch ein Dichtring. Aber der kann es ja nicht sein. Also es ist wahrscheinlich hier der Simmerring, der kaputt ist. Auch die Mama hat fleißig zu tun. Jetzt ist endlich mal wieder Zeit, um alles ordentlich aufzuräumen und zu organisieren. Abzuziehen die Betten. Und gucken, wo man was waschen lassen kann. Ja, never ending love story. Ja. Ja, leider müssen wir den Wärmetauscher rausbauen, weil da hat sich gezeigt, dass es ein Loch gibt zwischen dem Seewasser und dem Kühlwasser des Motors. Und das müssen wir irgendwie versuchen, dicht zu kriegen. Die Annette, die versucht uns einzuklarieren. Also das war noch nicht alles an Bord mit dem Hund und dem Gesundheitsofficer. Sie hat heute 4 weitere Stationen und jetzt ist sie hier beim Port-Captain. Und es geht irgendwie nicht so richtig weiter. Also sie ist schon seit 6 Stunden ist sie jetzt schon unterwegs. Und das sieht ja hier wirklich sehr ärmlich aus. Und das Gute ist, hier ist drinnen, ist es wenigstens klimatisiert. Es sind hier keine 40 Grad, sondern nur 38. Naja, 28. Jetzt müssen wir mit den Frauen noch mal irgendwo shoppen gehen. Angekommen in Mexiko. Playa Linda. Hier tobt das Leben.
Guckt euch das an. Da vorne ist doch, glaube ich, ein Ende. So, so werden hier die Ostertage verbracht. Da kommt die Pazifikwelle rein. Das ist ja klein. Oh, hier ist ja richtig was los. Super. Da sind sie, die Rettungs. Ja. Ja, es ist Spaß beim Landen mit dem Dingi. Ja. Das machst du die ersten Male auf jeden Fall nicht mit dem Motor. Also hier tobt der Pazifik. Ausflug am Malakon von Porto Madeiro. Ach, leck mich doch. Was du korrigiert. Mir geht es so. Mal da vorne drauf gehen, Annette. Eigentlich hoch auf den Berg. Wie er heißt, weiß ich nicht, das blende ich ein. Wir haben uns jetzt hier mit dem Auto hochgequält, aber es geht jetzt hier nicht mehr weiter. Wir werden jetzt ein Stück laufen und gucken, ob wir jemanden finden, der uns dann da hochbringt, weil es sind noch 6 Kilometer bis zum Einstieg. Mal schauen. Aber wir haben festgestellt, dass weiter oben doch der Weg wieder ein bisschen besser ist und jetzt holen wir doch das Auto und hoffen dann auch noch weiterzukommen da oben. So. Tja, jetzt hat es uns erwischt. Wir haben einen Platten und keinen vollwertigen Reservereifen. Ja, die sind ja nicht irgendwie fähig, irgendwas. Ja,
Geht er gut? Das ist eigentlich nicht so gut, der Rahmenheber. Hm? So, der Platten ist repariert, aber wir lassen das Auto da unten stehen und werden jetzt hier mitgenommen. Die letzten 3 Kilometer. Ja, wir müssen leider umdrehen. Da oben geht es nicht mehr weiter. Und zu Fuß wäre es heute zu weit. Also den ganzen Berg wieder runter. Und immer noch auf dem Weg zum Piedra de Huixa. Hier alte Autoreifen drin verbastelt. Ja. Mal gucken, was er sagt, wie viele Kilometer. Zwischen 2 und 5 hatten wir ja nun alles schon. Und hier geht es ein bisschen runter. So, da ist schon seit Stunden unser Ziel für den heutigen Tag. Jetzt geht es wieder zu Fuß weiter. Mal schauen, ob wir da hinkommen. Wir sind am Felsen. Wir haben es geschafft. Da ist er. Sogar noch andere Leute. Da ganz hinten im Hintergrund sieht man das Meer, den Pazifischen Ozean. Ja, Lars, kannst du fliegen lernen? Da oben waren wir. Mein Gedanke war erst das. Ach, schon ein Riesenfeld.
wollten also irgendwo was essen gehen und da kam ein netter Herr, der hat uns da hingefahren und da war aber voll. Und jetzt sitzen wir bei ihm hier auf der Terrasse und kriegen hier das Essen. Das ist super. Der nette Herr ist der Besitzer des Hotels. Ah! Sorry. So, jetzt werden wir hier noch mit dem speziellen Kaffee verköstigt. Mexican Kaffee. Mexican Coffee. It's from here? From Motocintla. Motocintla. Ah. Motocintla, Chiapas. Das ist hier aus der Gegend, der Kaffee. Ja, von. Wir sitzen hier immer noch im Hotel Don Quijote. Oh noch. Wie heißt das Ding? Das Hotel nicht umgezogen ist, ja. Und wir immer noch hier sitzen. Und so sieht das hier auf der Straße aus. Immer noch Fenster. Also manchmal fährt noch mal ein Auto vorbei. Oder eine Moped-Gang. Aber nur manchmal. Aber ansonsten ist das hier schon richtig ruhig. Jetzt gibt es unser selbst gekauftes Frühstück, da waren wir im Supermarkt, haben uns das hier alles organisiert. Jetzt wird hier schön auf der Terrasse gefrühstückt. Draußen tobt das Leben. Oh, der zweite Tag. Wir wollen zur Finca Hamburgo. Ungefähr 34 Kilometer. Aber die Straße ist doch sehr, sehr schlecht. Also, da haben wir irgendwie nicht das richtige Auto für. Aber manchmal kommt auch wieder Asphalt. Ja, unsere Google-Strecke, die führt jetzt hier hoch, aber habe gerade jemanden gefragt und der sagt, also es ist nicht möglich, da hochzufahren. Wir sollen andersrum fahren. Und das ist hier wohl eine alte Kaffeefabrik. Ich kann leider nicht sehen, was drauf ist. Später. Die Kirche davor. Ja, da kannst du gleich mal losgehen. Kannst du dich bekreuzen? Gut, über den Berg gekommen. Auto hier. Jetzt kommen Treppen. Ja, ganz mehr. Das hört man doch wohl, dass wir noch glücklich sind. Ja, sind wir. Achterbahn! Wunderbar. Wir sind angekommen. Der Finca Hamburgo. Und was gibt es hier? Genau, das Restaurant Perleberg. Und da ist alles Kaffee. Und das ist die Finca. Also das sind erstmal Glenn und Annette, aber dann da hinten ist die Finca. Das ist das Restaurant. Nur das. Da könntest du so mit so einem Tarzan-Seil rutschen. Ne? Das ist ein ganz Hochseilgarten. Was ist das? Nee, da kannst du auch noch lang gehen. Das ist ein Hochseilgarten. Ah, ein Hochseilgarten. Richtig nett und deutsch angelegt hier. Ist nämlich ein deutsches Ehepaar, das hier diese Kaffeefinke hat. Und die Temperaturen sind auch angenehm. Ich würde schätzen, wir haben jetzt vielleicht so 24 Grad. Also ist richtig gut, man schwitzt nicht, der Wind bläst leicht. Also super Klima hier oben. Aber das braucht, glaube ich, der Kaffee auch. Wir haben unsere Tour beendet. Wir sind hier in Puerto Madero. Holen uns jetzt da noch Hähnchenschenkel fürs Abendbrot. Seid ihr gut durchgeschüttelt? Ja. Ja? Ja? Gut. Seid ihr zufrieden? Ja, immer. Immer. Mit dem Fahrrad war es manchmal kompliziert, ja. Aber selbst. Ah ja, okay. Da sind wir in der Altstadt von Tapachula.
Hier gibt es sogar Corona-Familienbier. Und es ist eine andere, also es ist kein normales Corona extra, ne? Also es ist kein normales Corona. Corona-Familie. Ach, das ist was anderes. Mhm. Das kriegen so. Hier auch die Kinder. Wollen wir mal probieren. Wollen wir mal sehen, ob das auch schmeckt. So, es geht vorwärts. Das eine Teil haben wir schon geschweißt. Jetzt werden die anderen Teile noch geschweißt. So, alle sind glücklich. Der Wagen ist voll. Wir haben Großeinkauf gemacht. Na, guck mal. Lächeln alle. Lächeln, smiley. Und die Fradolin kriegt neue Batterien morgen. Die Annette hat Obst und Gemüse eingekauft. Und Fleisch für den Michael. Ah, das ist ja gut. Ich versuche jetzt hier den Abgaskrümmer ein bisschen zu reinigen, dass wir den nochmal verwenden können. Weil das Ersatzteil, das dauert 16 Tage und wir wollen das aber schon vorher mal zusammengebaut haben. Also es ist schon ganz schön viel Material verloren gegangen, aber es könnte noch ausreichend sein. Der Wärmetauscher ist geschweißt. Hier, das haben sie schön zugeschweißt. Es war noch ein Löchlein, da musste ein bisschen mehr geschweißt werden. Jetzt mache ich den gerade sauber. Anschließend wird er lackiert. So, jetzt werden die Lager abgezogen. Abgezogen. Mit Glenn der Abziehvorrichtung. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Eins hat er schon ab. Da wurde jetzt der Impeller lackiert und extra genau in der Farbe von Glenns T-Shirt. Ja, Style muss sein. Bist du zufrieden? Nee. Warum nicht? Weil ich mich zum einen angesprüht habe und zum anderen irgendwie Nasen. Nasen, okay. Also Lackierer hast du noch nicht gelernt. Nee, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Und da wird immer noch fleißig der Reißverschluss rausgetrennt. Geduld muss man haben. Es ist soweit. Der Wärmetauscher wird jetzt wieder eingebaut. Der Glenn nimmt den jetzt schon mal, weil das ist hier der kräftigste. Das sieht aber schon gut aus. Ja. So, ich filme das jetzt, während der Glenn versucht, wenn er sich wachsen lässt, den da unten irgendwie einzubauen. Mal schauen. Also noch passiert nichts. Ah, also er will nicht, glaube ich. Na gut, also ich muss leider das Handy weglegen und dem Glenn ein wenig zur Hand gehen. Jetzt wird der Wärmetauscher mit 22 Newtonmeter gemäß Reihenfolge in der Anleitung angezogen. Scheint die falsche gewesen zu sein. Hallo? So, der Schlauch muss auf den Abgaskrümmer drauf. Da hinten drin, ne? Der Glenn spannt alle Muskeln an. Ist er drauf, ja? Ja. Noch nicht? Nee. Scheiße. Mhm. Nachdem ich alles gegeben habe, versucht Papa auch noch mal sein Glück. Er versucht's. Zwei
2 cm haben wir drauf. Oh. Wir haben alles angeschlossen. Alle Schläuche wieder verbunden. Die Wasserpumpe mit dem neuen Impeller eingebaut. Und jetzt wird der Glenn gleich den Motor starten. Und dann? Soll ich das mal machen, ja? Ja, mach mal. Da hinten Wasser raus? Noch kein Wasser raus. Nochmal aus. Gooseneck Part 385. Wir haben jetzt endlich hier in Mexiko unseren Lümmelbeschlag zusammenschweißen können. Also das ist das neue Teil und das brauchten wir von dem alten Teil. Das haben die jetzt hier zusammengeschweißt und es passt hervorragend an den Baum. Das ist also wie dafür gemacht. Oh, super. Der Nette hat sich entschlossen, heute Morgen in den Pool zu gehen. Da sind wir mal gespannt. Und sie macht das wirklich wahr. Sie ist wirklich im Pool. Das gibt's ja gar nicht. Und sie schwimmt richtig. Schwimmt richtig. Was ist jetzt los? Sie kann noch schwimmen, ja. Sogar im Süßwasser, stell dir vor. Das ist ja komisch. Sommer, Sommer, Kjall, Sommer. Il a droit à côté, ma paix ou toi, je m'en la vois.